Und hier, genau zwischen den beiden Bergen, die die Porta Westfalica bilden, beginnt nun unsere Bootsreise auf der Weser. Wir nehmen Abschied vom Kaiser-Wilhelm-Denkmal, jenem etwas anachronistisch wirkenden Ausflugspunkt, von dem aus wir einen weiten Blick ins Land tun konnten, und tuckern hinaus in die Ebene, durch die die Weser ihre Schleifen zieht. Schon nach ein paar Kilometern taucht das tausendjährige Minden auf, die Bischofsstadt Karls des Großen, und grüßt mit bunten Häusern vom Ufer herüber. Weites, flaches Land. An den Ufern wandern Dörfer vorbei, Felder und Weiden. Manchmal begegnet uns ein Schiff. Bald muss die erste Schleuse kommen. Brücken, Dörfer, Weiden. Ruhig zieht der Strom abwärts. Und weiter geht unsere Fahrt. Das nächste Ziel ist Bremen.
Aber schließlich ist unser Boot wieder in Fahrt. Weiter flussabwärts. Unter den Brücken von Bremen hindurch Richtung Fegesack und Bremerhaven. Aber inzwischen passieren wir Fegesack. Hier wollen wir einen kurzen Besuch machen. Und zwar bei einem bekannten Dichter, der in seinem Haus am Hochufer der Weser lebt. Bei Manfred Hausmann. Herr Hausmann, ich freue mich sehr, dass ich hier bei Ihnen in diesem wunderschönen Haus zu Besuch sein darf. Darf ich Sie fragen, warum Sie gerade hier wohnen? Hauptsächlich, weil ich in dieser Landschaft gern sein mag. Sehen Sie? So etwas hat man nur hier. Ja. Ich glaube, es gibt wenig Punkte auf der Erde, wo eine internationale Schifffahrtsstraße so nah am Haus vorübergeht. Ja, das ist ja wirklich ein wunderschöner Blick, wenn man hier runterguckt. Wo sind wir hier eigentlich? Wie heißt das hier? Das heißt Rönnebeck, ein Vorort von Bremen. Und dieses Haus hier heißt der Düllenhof. Der Düllenhof. Vielen Dank, Herr Hausmann. Romantische Wolken über unserem Boot auf der Weiterfahrt nach Bremerhaven. An der Kolumbuskaje, dem traditionellen Anlegeplatz der großen Passagierschiffe, erwarten viele Menschen Freunde und Angehörige. Auf der Brücke werden die letzten Befehle gegeben und wir suchen den Kapitän, um von ihm etwas zu der letzten Frage unserer heutigen Sendung zu hören. Meine Damen und Herren, wir sind hier auf dem größten Passagierschiff Deutschlands, der Bremen. Die Bremen hat gerade in Bremerhaven angelegt und die Passagiere sind dabei, das Schiff zu verlassen. Herr Kapitän Rössing, Sie haben das Schiff hierher gefahren, beziehungsweise Sie hatten das Kommando. Wo kommen Sie her? Wir kommen direkt von New York, haben aber in der Zwischenzeit Cherbourg und Southampton angelaufen, um Passagiere abzusetzen. In diesem Falle bei uns war es ein Flaggenschmuck,
den wir angelegt haben, um ein Modellschiff, nämlich die kleine Bremen, ein Modell unserer vierten Bremen, ein Schiff, das ehemals 50 oder noch 50.000 Tonnen groß war, hier zu begrüßen. Dieses kleine Modell war uns entgegengefahren und hatte auch den Flaggenschmuck angelegt. Und so wollten wir aus dem besonderen Anlass nicht hinter der kleinen Bremen bzw. hinter dem Modell zurückstehen. Gute Fahrt, halt der Ruf deiner Heimat zu dir. Bremen, gute Fahrt, grüße drüben die Manhattan hier. Bremen, voll voraus, brach den Ruf deines Namens hinaus. Bis nach der Fahrt von neuem Bett, am Wiesenrand dein Anker fest. Und deine Finden werden wir, wenn wir uns wiedersehen. Danke, Herr Kapitän. Auf Wiedersehen.